Schaut es eigentlich bei euch aus? Seid ihr alle Singles, oder? Also, von mir eine Seite schon, ne? Für die 2 Monate schon. Alle? Er hat eine Freundin. Ja. Und sonst alle Singles? Ich habe eine Freundin, ja. Ich bin asexuell. Das heißt, du stehst auf gar nichts. Also, du fühlst dich auf keine... Kein sexuelles Empfinden. Genau. Genau, korrekt. Ja. Wie viel Prozent der Bevölkerung? 7%. Auf der ganzen Welt, oder? Mhm. Und in Österreich? Keine Ahnung. Also, ich bin hetero. Oder hetero. Und ich sag dann, hetero. Und das habe ich noch nie gehört, das Wort asexuell. Ist für mich neu. Hattest du schon mal was mit deiner Frau oder mit deinem Mann? Ja, ganz früh, aber das war nur so, ja komm. Das ist einfach so. Mit deiner genau, Frau? Genau, mit deiner Frau, ja. Der Mann auch? Bitte? Hast du mit deinem Mann auch versucht? Nein. Ja, vielleicht ist das deins. Nein. Von meiner Seite her war das eher weniger. Und es sei Sache ist sehr gerne, wenn sie einem taugt, warum auch nicht, gell? Das ist, jeder Mensch ist ein bisschen anders. Mr. Bombastic! We are some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy! Mr. Lover, lover, lover. Now, Mr. Lover, lover, girl. Mr. Lover, lover, lover. Now, Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Smooth. Just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young, girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to well, I'm bombastic. Fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, she touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, 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 bastic. Call me fantastic, touch me on my box, she call me Mr. Romantic. Call me fantastic, she touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, boom. Please, let me take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive, well baby hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you stick to my foot bottom, baby please. Don't you play with my nose cause I'm a hachum sneeze. Well are you are the bun and me are the cheese. And if I'm me are the rice, well baby love you the peas. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom 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 Bastic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom Boom. I say give me your loving, girl your loving real good. I want your loving, girl be it like you should. I give me your loving, girl your loving real good. I want your loving. Also bei den Dirndler ist so, jeden gleich einen Kuss geben, finde ich seltsam. Das muss passen. Es war natürlich klar, dass das eine logische Konsequenz ist, wenn schon Mädels und Jungs teilnehmen dürfen. Aber gleich am ersten Tag ist natürlich schon eine kleine Überraschung. Würde dich nehmen, du, wenn du machst es gerne? Und würde dich nehmen, wenn du willst kommen? Ich sag euch, dass ich mach zusammen den Laufsteck. Jetzt hier und laufen. Stehen. Kommt ihr mit mir, Leute? Nicht so stehen, weil die Kameras sind da. Und danach so und so und ein Kuss. Jetzt? Ja. Wie war deine Eignung nochmal schnell? Asexuell. Okay. Ich hab zu ihm gesagt, denk dir einfach, du kriegst 5000 Euro und fertig. Wohin? Na, nur nicht kein mit der Zunge, also nur einfach. Du Schlinge, ja. Nur ein
Erlebnis. Leiwand, das stimme ich da gleich mal ins kalte Wasser. Man dachte, scheiß drauf, mach's halt mit. Ist eh nur so ein kleiner Kuss. Aber immerhin ein Kuss mit einem anderen Mann. Die erste Challenge. Also, es ist definitiv mein erster Kuss mit einem Mann. Und das wird auch, glaube ich, der letzte bleiben, hoffentlich. Das war ja kein echter Kuss, erstens. Und zweitens ist der Maro eh asexuell. Das ist für ihn, wie wenn er eine Wand küssen würde. Also. Wie küsst er? Ja, mein Gott. War nur ein Kuss. Wir haben ja nicht die Zunge benutzt. Gott sei Dank. Okay, ich wünsche euch viel Spaß. Bleibt ihr stark und Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Sicher schönere Leute und so, aber in dem Kampf bin ich der Schönste. Ich werde in der Früh um 5 auf, immer gut erledigt drauf. Erst alles für uns und am Schluss macht er seins. Dann geht das letzte Duschen. Dann geht das letzte Duschen, das finde ich voll cool. Ja, der Mario ist sozusagen das Mädchen für alles bei uns. Mario, die Mama im Haus, gibt Catwalk-Trainings und verwöhnt die Burschen, wo er nur kann. Dass er aber nicht nur im Modelschloss als Coach, sondern auch bei Shootings überzeugt, begeistert Miro und Damir. Ich finde, man kann sich von Mario viel abschauen und überhaupt für das Business. Und was das Laufen angeht, gell? Was den Catwalk angeht, überhaupt den Stil, Mode.
mountain from the jets. This light has caught me with a spell. Stand against shame in me. I will not deceive myself. I will be free. Should I still pretend? Should I try to stand? So much pleasure overwhelms me like I was next in line. Will I be alright? Will my fire burn through this time? I will show these memories there to everyone. I try to believe my idols are so damn right. Change me, no way can you feel my weakness. People feel me tonight. Can you see us everybody? Break me, alright. Keep your feet right on the ground. Now it's time.